Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faktencheck. Diesmal hat sich Dirk Spaniel, Mitglied des Bundestags der AfD-Fraktion, zum Thema Elektromobilität geäußert. Unter dem Titel Elektromobilität, Fortschritt oder Rückschritt hat er sowohl auf YouTube als auch auf Facebook eine Theorie geäußert, der wir uns heute mal annehmen möchten und möchten da mal schauen, was ist denn da dran, was er da gesagt hat. Vorweg sei noch gesagt, dieses Video befasst sich ausschließlich mit den Aussagen von Herrn Spaniel in dem Video. Es befasst sich nicht mit seiner politischen Ausrichtung, Angehörigkeit zur Partei oder sonstiges. Fangen wir einfach an. Ich bin heute im Bruchsal, unterstütze den dortigen Kreisverband bei den Infoständen, möchte aber trotzdem hier etwas sagen zum Thema Elektromobilität und dem, was da in den Medien in den letzten Tagen passiert ist, dass nämlich infolge eines Unfalls ein junges Mädchen, eine junge Frau verbrannt ist in einem Elektroauto. Dieser Unfall war wirklich ein tragischer Unfall. Und ich möchte hier noch anführen, dass mein Video in keinster Weise den Verlust der Familie des Opfers verunglimpfen soll, sondern in meinem Video geht es ausschließlich um die Aussagen von Herrn Spaniel. Darüber haben wir merkwürdigerweise gar keinen Aufschrei in den Medien gehört. Kein Aufschrei in den Medien. Also wenn ich mir das so anschaue, und das ist nur die erste Seite von Google. Da ist ein Elektroauto gegen den Baum gefahren und dieses Elektroauto konnte von der zuständigen Feuerwehr vor Ort nicht gelöscht werden. Nach den Medienberichten, die ich so lesen konnte, traf die Feuerwehr erst am Unfallort ein, als das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen stand. Das bedeutet, Ersthelfer versuchten die Fahrerin noch über Öffnen der Türen oder Fenster zu befreien, konnten das aber leider nicht mehr bewerkstelligen. Und die Feuerwehr traf leider erst, so ließ es sich zumindest, am Unfallort ein, als für die Fahrerin bereits jede Hilfe zu spät kam. Dazu sei noch gesagt, es ist noch kein offizieller Unfallbericht oder eine Brandursache veröffentlicht worden. Das bedeutet, auch wir haben bei den entsprechenden Behörden angefragt und wollten wissen, was genau ist passiert und wie ist es passiert. Bevor also nicht zweifelsfrei klar ist, ob elektroautospezifische Teile an diesem Fahrzeug gebrannt haben oder sogar den Brand ausgelöst haben, oder der Brand nicht durch Bauteile ausgelöst wurde, die auch in Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben vorkommen, sind solche Aussagen erstmal nur Mutmaßungen. Das macht den Unfall nicht weniger schlimm. Das macht aber, das wirft sicherlich bei der Betrachtung, wie gefährlich Elektrofahrzeuge sind, ein ganz anderes Bild auf diese Situation. Das ist etwas, das seit längerer Zeit bekannt ist. Es ist so, dass wenn Sie einen Unfall mit einem Elektroauto haben, dort für die entsprechende Feuerwehr bei der Rettung und Bergung Richtlinien herrschen, die ganz anders sind als die bei verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag der Feuerwehren, dass aus Sicherheitsgründen Elektroautos in einem Container gelagert werden, der mit Wasser gefüllt ist und dass diese Autos dort in diesem Container für mehrere Tage zur Abkühlung liegen und um sicherzustellen, dass keine Folgeschäden durch Brand entstehen. Das ist bekannt. Das ist ein Bergungs- und Rettungsleitfaden, Umgangsnormen für Elektrofahrzeuge. Es ist grundsätzlich erstmal richtig, dass Feuerwehren raten, Elektrofahrzeuge in wassergefüllten Containern zu lagern für 48, vielleicht 72 Stunden, um sicherzustellen, dass ein Feuer, welches bei diesem Fahrzeug eventuell geherrscht hat, nicht nochmal neu aufflammt. Das gilt aber für schwere Unfälle, bei denen es schon zu Bränden kam, bei denen die Akkus, die Batterien entsprechend beschädigt wurden, gebrannt haben oder bei denen nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, ob diese beschädigt sind oder anfangen könnten zu brennen. Und da muss man sich einfach mal die Frage stellen, inwieweit so etwas praktikabel Herr ist. Spaniel tut geradezu so, als würden Elektrofahrzeuge am laufenden Band brennen und in Container getaucht werden.
Der ADAC hat dazu bereits Untersuchungen angestellt und ist zu der vorsichtigen Aussage gekommen, dass Elektrofahrzeuge nach aktuellem Stand sogar seltener brennen als vergleichbare Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben. Auf dem Wiener Motorensymposium 2017 hat Martin Winter vom Forschungszentrum Jülich sogar vorgerechnet, dass hochgerechnet auf 1 Milliarde gefahrener Kilometer 90 Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben brennen, aber nur 2 Elektrofahrzeuge. Obwohl laut dem Gesamtverband Deutscher Versicherungswirtschaft jeden Tag 40 Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben brennen, wird häufig nur über Bränden von Elektrofahrzeugen berichtet. Fragen Sie sich doch mal, wann zuletzt Sie etwas in den Medien gelesen oder gehört haben über einen brennenden Wagen mit konventionellen Antrieb. Oder fragen Sie bei der örtlichen Feuerwehr nach, wofür die so täglich ausrücken müssen. Inwieweit so etwas funktionieren soll, wenn wir eines Tages hier vollständig umgestellt haben auf Elektromobilität. Dazu habe ich als Ingenieur und natürlich auch als Politiker eine klare Meinung. Wenn wir hier Fortschritt betreiben und dieser Fortschritt bedeutet, dass wir eine neue Antriebsform einführen, dann ist es selbstverständlich, dass diese Antriebsform auch praktikabel sein muss. Tatsächlich ist es doch so, dass man heutzutage, würde der Verbrennungsmotor heute erfunden werden, würde man für diesen niemals eine Zulassung bekommen. Nicht, weil man ihn nicht möchte, sondern einfach aus Brandschutzgründen. Man fährt mit einem hochentzündlichen Gemisch 40, 50 Liter in einem Fahrzeug. Wenige Zentimeter davon entfernt wird eine hochverdichtete Explosion zur Fortbewegung genutzt. Dieses Fahrzeugkonzept wäre aus heutiger Brandschutzsicht überhaupt nicht zulassungsfähig. Die muss anwendbar sein. Die muss von den entsprechenden Organen wie der Feuerwehr auch beherrschbar sein. Anders gesagt gibt es bei komplexen Maschinen natürlich immer Risiken und Herausforderungen. Es ist also nicht so, dass jedes verunfallte Elektrofahrzeug in einen Wassercontainer muss und dieser muss auch nicht zwingend die Feuerwehr vorhalten. Und es kann nicht sein, dass wir hier irgendwelche Sonderlösungen gehen, die für einen ganz kleinen Teil von Elektrofahrzeugen noch funktionieren können. Aber wenn wir das in großen Stückzahlen eingesetzt haben, eben nicht mehr funktionieren kann. Es kann nicht sein, dass wir hier irgendwelche Sonderlösungen gehen. Also meines Wissensstands nach reagieren Institutionen wie die Feuerwehr stets und ständig auf neue Bedrohungen. Jede neue Technik setzt eine andere Vorgehensweise voraus. Das ist ganz normal. Das ist egal, in welchem Bereich wir schauen. Das heißt, viel wichtiger ist es hier, die Feuerwehrleute entsprechend zu schulen und entsprechend auszurüsten, um auch ihr Leben zu schützen. Und es ist nicht Aufgabe des Steuerzahlers, hier zu investieren in Ausrüstung der Feuerwehr oder in Qualifikation der Feuerwehr. Es ist nicht Aufgabe des Steuerzahlers, für die Ausrüstung und die Ausbildung der Feuerwehr zu zahlen? Doch, das ist es, Herr Spaniel. Da haben Sie das Prinzip einer Gemeinschaft nicht verstanden. Es wäre ja so, wie wenn irgendein Bürger sagen würde, ich möchte nicht für die Straßen zahlen oder ich möchte nicht, dass meine Steuergelder für Straßenbau verwendet werden, weil ich noch nie in meinem Leben ein Auto besessen habe. So funktioniert das leider nicht. Für eine Technologie, die ausschließlich aus ideologischen Gründen eingeführt werden soll. Für eine Technologie, die ausschließlich aus ideologischen Gründen eingeführt werden soll? Herr Spaniel, die Bundesregierung unterstützt den Kauf von Elektroautos aufgrund der Umweltaspekte. Diese Fahrzeugtechnologie wird nicht von der Bundesregierung eingeführt. Sie ist auf dem Weltmarkt längst präsent, in vielen Ländern deutlich stärker als bei uns. Und zwar in einer sozialistischen Manier. In einer sozialistischen Manier. Sozialismus bezeichnet Ideologien, welche die Überwindung des Kapitalismus und die Befreiung der Arbeiterklasse aus Armut und Unterdrückung zugunsten einer an Gleichheit, Solidarität und Emanzipation orientierten Gesellschaftsordnung propagiert. Also, das passt irgendwie nicht zusammen. Und das sagen Sie, obwohl die Bundesregierung sich jährlich 7 Milliarden Euro Steuereinnahmen entgehen lässt,
durch die günstigere Besteuerung von Dieselkraftstoff gegenüber Benzinkraftstoff aufgrund seiner ach so guten CO2-Werte. Obwohl wir ja nun mittlerweile mindestens seit einem halben Jahrzehnt wissen, dass da noch ganz andere Stoffe hinten mit rauskommen. Wir sagen klipp und klar, wenn Elektromobilität nicht die gleichen Sicherheitsstandards erfüllt. Elektromobilität erfüllt nicht die gleichen Sicherheitsstandards? Ich lese Ihnen mal was vor. So werden schon seit 2016 für alle Typen genehmigten Fahrzeuge der Klassen M und N in einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 Stundenkilometer durch die ECE-Regelung 100 Anforderungen an die elektrische Sicherheit beschrieben. Aber auch einzeln genehmigte Fahrzeuge dieser Klassen mit elektrischem bzw. Hybridantrieb müssen den Anforderungen genügen. Im Rahmen der Tests muss nachgewiesen werden, dass von den elektrischen Bauteilen, Batterien, Motor, Kabel etc., die für den Antrieb des Fahrzeugs bestimmt sind, keine Gefahr ausgeht. Herr Spaniel, bitte verwechseln Sie nicht Sicherheitsstandards mit Vorgehen bei Unfällen. Es war schon immer so, dass Feuerwehren auf verschiedene Techniken unterschiedlich reagieren mussten. Und ich glaube, das machen die Leute echt gut. Wie sie bei Fahrzeugen, die heute verkauft werden, etabliert sind und Standard sind. Bei Fahrzeugen, die heute verkauft werden, etabliert sind und Standard sind. BMW ruft gerade allein in Deutschland über 100.000 Fahrzeuge wegen Brandfällen zurück. Grund für den Rückruf ist ein Problem im Abgasrückführsystem. Betroffen sind Fahrzeuge mit Vierzylinder-Dieselmotoren aus den Baureihen 1er bis 7er sowie SUV-Modelle X1, 3, 4, 5 und 6. Wenn es hier Sonderauflagen geben muss für Behörden, für Rettungskräfte, dann ist diese Technik eben doch nicht ausgereift. Und dann brauchen wir über eine Einführung von Elektromobilität eben in dieser Form gar nicht reden. Eins muss doch völlig klar sein. Etwas Neues, das kommt, darf kein Rückschritt sein, sondern muss ein Fortschritt sein. Dass Elektromobilität bereits in vielen Belangen ein Fortschritt ist, haben wir bereits in vielen unserer Videos erzählt, gezeigt und belegt. Und Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dieser Fortschritt muss spürbar sein. Und wenn ich Autos zulasse, dann müssen für diese Autos Zulassungsregeln gelten, wie sie hinterher auch für alle anderen Fahrzeuge gelten. Das tun sie bereits heute. Auch hier verweise ich nochmal auf die ECE-Regeln der EU, in denen für Elektrofahrzeuge sogar weiter gefasste Punkte enthalten sind, als sie es für konventionelle Antriebe sind. Und übrigens hier unten verlinkt. Und wenn diese Elektroautos bei der Zulassung in Bezug auf ihre Brandgefährlichkeit nicht entsprechend überprüft werden können, weil eben eine entsprechende Gesetzgebung bisher nicht notwendig war, dann kann auch hinterher nicht die Erwartungshaltung sein, dass wir hier auf einmal Sonderregeln haben im Umgang mit diesen Fahrzeugen und diese ganze Gesetzgebung für Elektrofahrzeuge dann eben bei der Feuerwehr erfordert, dass ich unglaubliche Ressourcen vorhalte, um mit entsprechenden Fahrzeugen umzugehen. Sie sagen also, die Regierung hat quasi verschlafen, entsprechend Regularien festzulegen und sich im Vorfeld Gedanken zu machen, bevor sie die Elektromobilität gefördert hat. Denn erstmal, die Politik hat ja gar nichts eingeführt. Aber ich frage mich, seit wann schreibt die Politik den Feuerwehren bestimmte Vorgehensweisen vor? Das wissen die Fachkräfte in den Bereichen doch wesentlich besser, wie hier vorzugehen ist. Das Einzige, was Politik macht, ist, Rahmen zu schaffen. Und die wurden, wie bereits erwähnt, geschaffen. Das Einzige, was ich auch bereits erwähnt habe, ist, dass die Feuerwehren dringend mehr geschult werden müssen und besser ausgestattet werden müssen. Das ist aber kein Umstand, der erst existiert, seitdem bekannt ist, dass man Elektrofahrzeuge über 48 Stunden nach einem Brand in einem Wassercontainer lagern muss, sondern das ist ein Umstand, der schon länger existiert. Ein eklatanter Missstand. Wir haben hier das Problem, dass es keine klaren Möglichkeiten gibt,
wie ich Elektrofahrzeuge nach einem Brand behandle. Das fällt momentan relativ wenigen Leuten auf, weil es nicht so viele Elektrofahrzeuge Wie gibt. jetzt? Es gibt keine klaren Möglichkeiten, wie Sie ein Elektrofahrzeug nach einem Brand behandeln? Sie haben doch vorhin selber gesagt. Das ist bekannt. Das ist ein Bergungs- und Rettungsleitfaden, Umgangsnormen für Elektrofahrzeuge. Stellen wir uns vor, wir hätten 30, 40, 50% Elektrofahrzeuge im Bestand. Wo sollen die Löschcontainer für diese Fahrzeuge herkommen? Jeden Tag passieren Unfälle. Wie wollen Sie diese Elektrofahrzeuge lagern? Diese Fahrzeuge sollen ja nicht in den Löschcontainern überwintern. Sie sollen dort 48 Stunden drin verbleiben, zur Sicherheit, einfach nur, um sicherzustellen, dass ein schwelender Brand nicht erneut ausbricht. Und das auch nur bei Fahrzeugen, bei denen es sowieso zu einem Brand kam oder bei denen ungeklärt ist, ob der Akku entsprechend beschädigt wurde. Soll für jedes dieser verunfallten Elektrofahrzeuge ein entsprechender Löschcontainer vorbehalten werden? Aber schauen wir doch mal auf den. Sie sagen, überlegen wir uns doch mal, wir hätten einen Elektrofahrzeugbestand von 30, 40, 50%. Dann müssen wir gar nicht so lange warten. Schauen wir doch mal auf andere Länder, wie beispielsweise Norwegen. Stand 2019 hatten die einen Elektrofahrzeugbestand von 49%. Ich wüsste nicht, wann die norwegischen Feuerwehren Probleme hatten, irgendwelche Massen an Löschcontainern anzuschaffen, geschweige denn massenhaft brennende Elektrofahrzeuge zu löschen. Das sind doch alles Ideen, die in der Praxis nicht funktionieren. Und weil das in der Praxis nicht funktioniert, muss es eben im Vorfeld verhindert werden. Durch entsprechende Maßnahmen. Diese Ideen funktionieren nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Aber wir haben ja nun inzwischen gesehen, dass diese Ideen so gar nicht existieren. Da Herr Spanier hier offensichtlich gewisse Teilaspekte oder gewisse Fakten vergisst oder weglässt, die für eine Gesamtbetrachtung aber notwendig sind. Wir fordern ganz klar, wenn Elektrofahrzeuge von der Brandsicherheit anders einzustufen sind als verbrennungsmotorisch angetriebene Fahrzeuge, dann ist durch entsprechende Gesetzgebung das im Vorfeld zu überprüfen und entsprechend auch bei der Zulassung zu berücksichtigen. Ja, nur gut, dass man das nach den normalen Abläufen auch gemacht hat. Links dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich möchte hier nochmals auf die ECE-Regulierung eingehen. Das heißt nicht, dass wir gegen den Fortschritt sind. Das heißt nur, dass die Kosten, die entstehen durch die Gefährdung durch Elektrofahrzeuge, dass die nicht einfach von der Gesellschaft getragen werden können und dass die auch nicht einfach bei den Rettungskräften vorgehalten werden können. Das ist ja genau das Stichwort. Denn wie wir ja nun wissen, gibt es kein erhöhtes Risiko bei Elektrofahrzeugen. Ganz im Gegenteil, diese unterliegen sogar strengeren Richtlinien als Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben. Wir wollen ganz klar, Fortschritt muss erlebbar sein und Fortschritt muss auch umsetzbar sein. Und wenn ich eine Technik einführe, die nicht ausgereift ist, dann ist das genau das Gegenteil von Fortschritt, dann ist es Rückschritt. Dazu hätte ich mal eine Frage. Da die Automobilindustrie ja nach über 100 Jahren automobile Geschichte mit konventionellen Antrieben noch immer jährlich neue Modelle auf den Markt bringt, bedeutet das doch auch, dass diese Technik nicht ausgereift ist. Wäre die Technik ausgereift, hätten wir den Dieselskandal nicht gehabt, würden die Abgasnormen erfüllt werden und es gäbe nicht jährlich Verbesserungen. Denn eine ausgereifte Technik bietet kein Potenzial für Verbesserung. Oder habe ich da was falsch verstanden? Abschließend sei gesagt, ich finde es pietätlos, für die eigenen politischen Ziele ein Unglück wie das aus Brandenburg zu instrumentalisieren. Es wird so getan, als würde man zum Schutz der Bevölkerung hier gegen das böse Elektroauto der Einzige sein, der nun zu Felde zieht und mal die kritischen Fragen fragt.
Dabei gibt es für all die angesprochenen Punkte Regularien und Vorschriften. Es wird eine Tragödie, die eben sehr wohl durch die Medien ging, schamlos ausgenutzt für die eigenen Interessen. Weil man vielleicht das Elektroauto nicht mag. Warum auch immer. Und dann wäre noch eine ganz große Frage. Herr Spahn, ihr redet hier davon, dass man es im Vorfeld verhindern müsse. Da würde mich mal interessieren, in Anbetracht, dass weltweit immer mehr Elektrofahrzeuge auf diesen Straßen herumfahren, was wollen Sie gegen Niederländer, Norweger, Italiener oder was auch immer für Leute tun, die mit ihrem Elektrofahrzeug nach Deutschland einreisen möchten, die hier vielleicht Urlaub machen möchten? Wollen Sie denen mit dem Elektroauto die Einreise verbieten? Also selbst wenn wir in Deutschland nicht auf Elektrofahrzeuge setzen, so setzt rund um uns herum die gesamte Welt immer stärker auf elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge. Und auch für diese muss unsere Feuerwehr gerüstet sein. Denn ich glaube nicht, dass wenn ein Norweger hier in Deutschland verunfallt, dass sie dann die norwegische Feuerwehr rufen können. Das bedeutet, unsere Feuerwehren brauchen dringend entsprechende Ausbildung und Ausrüstung, um auf diese neuen Herausforderungen eingehen zu können. So wie sie es schon immer getan haben. Wie sie immer auf neue Herausforderungen neue Methoden benutzt haben, um eventuelle Gefahren oder entstehende Schäden zu vermeiden. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verabschiede mich und wenn noch jemand etwas zu ergänzen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer bei solchen Faktenchecks, bitte bleibt sachlich, bitte beleidigt niemanden und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, ist komplett kostenlos. Und wenn ihr immer informiert sein wollt, wann es neues Video gibt, dann aktiviert auch die Glocke daneben. Vielen Dank und ciao.